Oh, wir sind jetzt hier am Hexentanzplatz. Da, Walpurgishalle. Na, hallo, guten Morgen. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knabbert an mein Häuschen? Herzlich willkommen im Harz. Schaut euch mal diesen Ausblick hier hinter mir an. Also geplant habe ich hier im Harz eigentlich den Brocken und den Hexentanzplatz. Was könnte man noch so machen? Habt ihr eine Idee? Dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin hier im verlassenen Örtchen. Da ist übrigens die Kurklinik, aber es sieht total verlassen aus. Ich weiß nicht, ob hier überhaupt gerade jemand ist. In meiner Pension war ich jedenfalls die Einzige, die dort übernachtet hat. Was man im Nebel hier gar nicht so sieht, das sind die Berge, die dort hinten, die Hügelchen, dort und dort. Die sieht man jetzt gar nicht so richtig, aber sie sind da. Es gibt hier übrigens auch einen Skihang und man kann Ski ausleihen. Also scheint hier im Winter schon Saison zu sein. Wir sind jetzt hier am Hexentanzplatz. Jetzt werden wir uns hier erstmal umschauen. Ja, hier ist der Parkplatz und dann kann man jetzt hier noch zur Seilbahn laufen. Und dann noch ein kleines Stück weitergehen zum Bergtheater, Walpurgishalle und zum Harzeum. Wer nicht den Touristentrubel mag, der kann hier im Harz wundervoll alleine entspannen. Wo im Harz der Teufel los ist, das kann ich erstmal nicht bestätigen, weil ich habe hier die absolute Ruhe. Und wer das mag, der kann auch gerne hierher fahren. So, soll ich euch mal zeigen, wo ich jetzt gelandet bin? Na, passt mal auf, wie es hier hinter mir aussieht. Ist das nicht eine tolle Landschaft? Dieser Ausblick hier würde mir eindeutig besser gefallen ohne diese Seilbahn. Da, Walpurgishalle. Ja, von da kommen wir. Und hier ist dieser wunderschöne Herbstwald jetzt zu sehen. Felsen. Und dort ist Thale. Der Wikinger wurde geschnitzt von einem Schweden namens Alf Skaneby für den Verein. Passt mal auf, wie man hier empfangen wird. Na hallo, guten Morgen. Wer traut sich hier zu übernachten? Im Berghotel Hexentanzplatz. Hier steht schon die erste bereit und wartet auf die Nacht.
Knusper-Knäuschen. Wer knabbert an mein Häuschen? Mein Häuschen steht auf dem Kopf. Da ist das Dach. Und da ist die Bodenplatte. Na, was meint ihr? Schafft sie, den Felsen wegzuschieben? Vielleicht hätte sie sich was anziehen sollen, dann wären die Muskeln wärmer gewesen. Schaut euch doch mal diesen Ausblick an. Ich kann ja mal zoomen. Da unten stehen Häuser, inmitten der Felsen. Also schon beeindruckend, dieser Ausblick hier. Und da unten die Häuser mit dem Fluss. Inmitten der schroffen Felsen. Hier ist der Parkscheinautomat. Für eine Stunde bezahlt man hier übrigens 4 Euro. Und für ein Tagesticket 7 Euro. Das soll es erstmal gewesen sein von diesem verhexten Ort. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal.